Hallo und ein herzliches Willkommen zum dritten Teil unserer Turm der Albtraum-Reihe hier auf guildnews.de. Ja, wir befinden uns im dritten Stockwerk hier jetzt in diesem Video und ich zeige euch natürlich wieder die drei Kammern, das eine Event, was wir hier haben und natürlich den Weg durch dieses Stockwerk hindurch. Wir starten hier oder haben gestartet direkt am Übergang vom Reisegolem zum Gebiet. Ihr seht, wir müssen uns zu Beginn hier die Planken ein wenig hochkämpfen. Und ihr werdet merken, dass dieses Gebiet mit Abstand, oder dieses Stockwerk mit Abstand, das nervigste und schwierigste Stockwerk ist. Und das hat auch ganz einfache Gründe. Die Gänge sind enger geworden, die Mobs sind zahlreicher geworden. Man hat permanent diesen Pollen-Debuff drauf und diese explodierenden Pflanzen stehen ganz, ganz tricky um hier so hinter den Ecken versteckt. Das habt ihr gerade sehr, sehr schön gesehen. Ich musste da auch wegdodgen zur Sicherheit. Man bekommt auch so ein bisschen Paranoia und gerade die Stelle, wo wir uns hier aufhalten, ist so ein bisschen die Todesecke. Ja? Ich taufe sie so, weil hier viele Mobs sind und drei explodierende Pflanzen und man beim Resen meistens wieder so eine Pflanze auslöst, beziehungsweise man selber meistens nicht, sondern Leute, die um einen herumstehen. Und das befördert dann wiederum weitere Spieler in den Downstate. Und dadurch, dass man hier, selbst wenn man die Mobs tötet, nicht out of fight kommt, weil man permanent diesen Pollen-Debuff drauf hat, hängt man hier in so einer Situation, dass man auf Dauer irgendwie irgendwann immer down gehen wird. Selbst wenn man Leute rest, dazu kommen halt die explodierenden Pflanzen, die immer wieder mehr Leute in den Downstate bringen und so weiter und so fort. Das ist so eine kleine Kettenreaktion. Hier ist wirklich nur hilfreich Wasserfelder, Explosionsfinisher, und die Leute so weit hochheilen, dass man hier safe resen kann. Das ist so ziemlich alles, was man tun kann. Die Halluzinationen auf dem Stockwerk wurden auch irgendwie mehr, sodass das nochmal zu nervigen Effekten führt, solange man das nicht ausgestellt hat, so wie ich. Das haben sich vielleicht übrigens schon einige in dem Video gefragt, wieso ich diese Halluzinationseffekte nicht habe. Nachbearbeitungseffekte ausstellen und man umgeht dieses Problem. An der Stelle kann man wirklich nur in einer großen, etwas koordinierten Gruppe resen. Ansonsten geht es hier nach und nach, wie gesagt, in den Downstate. Ich habe dieses Ding jetzt, oder diese Szenerie jetzt auch mal in diesem Video belassen, um euch zu demonstrieren, wie schlimm diese Todesecke hier sein kann, oder diese Todeskurve. Und denke, das hier ist wirklich so der trickigste, der verrückteste, der schwerste Punkt in diesem Stockwerk nach dem eigentlichen Portal-Event, was wir dort vorne gerade schon aufblitzen sehen. Hier geht es jetzt erstmal nach oben. Hier müsst ihr auch wieder aufpassen bei den explodierenden Pflanzen. Und auch zur ersten Kammer dieses Stockwerks. Dazu müsst ihr jetzt hier geradeaus gehen. Und dann einmal hier noch herum, um zu dieser Kammer zu kommen. Die liegt so ein bisschen abseits, man kann sie aber auf jeden Fall finden. Hier gibt es so einen kleinen Lufterfrischer, ja, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also das sind so diese Gegengiftmaschinen. Die sind sehr, sehr nützlich, weil sie euch einfach diesen blöden Debuff wegnehmen. Hier habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, wie viele Kammern uns noch fehlen, um sicher zu gehen, dass wir auch alle erwischt haben. Und dann geht es jetzt hier zurück über die Planken hin zu diesem Event. Ihr seht das da hinten. Doch vorher gibt es nochmal den Safe Spot. Ja, ich nenne ihn einfach mal so Safe Spot. Oder der Ort, an dem ihr so ein bisschen Pause machen könnt, nachdem ihr euch schon so durch dieses dritte Stockwerk gemogelt habt, gerade mit dieser Todesecke. Sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist dieser Bereich, der da so ein bisschen wie so ein länglicher, gerader Gang wirkt. Ja? Endlich mal ein Gang, der ein bisschen entspannter ist. Seht ihr da die explodierende Pflanze? Die explodiert auch, wenn man so ein bisschen außerhalb dieses Radiuses steht. Auch darauf solltet ihr euch nicht zu 100% immer verlassen. Und ja, dieser Gang ist deshalb so ein kleiner Safe-Spot, so ein Pausenort, weil ihr da so einen Lufterfrischer habt oder so eine Gegengiftmaschine und keinerlei Gegner. Das heißt, wenn ihr euch bis hierhin ein bisschen durchgestresst habt, dann ist da der entspannte Ort, um eventuell wieder Cooldowns von Elite-Fähigkeiten aufzuladen, sich mit seiner Gruppe zu sammeln und ähnliches. Hier seht ihr diese safe Kuppel und hier könnt ihr euch dann ganz in Ruhe aufhalten. Ja, ihr seht jetzt hier das Event vor uns. Zuallererst mal aber gehen wir noch schnell zur zweiten Kammer in diesem Stockwerk. Erledigen jetzt hier mal ein paar Monster. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ein bisschen mehr fighten und ein bisschen weniger nur durchrushen. Und zum anderen zählt das ja auch schon auf das Event mit drauf. Beziehungsweise die Kammer liegt so ein bisschen auch in diesem Event mit drin. Das hier ist, glaube ich, so das nervigste Event von allen, behaupte ich frei heraus. Und zwar müsst ihr hier ein paar Mobs töten. Aber wenn es nur so ein paar Mobs töten wäre, dann wäre es ja noch entspannt. Ihr habt währenddessen permanent diesen blöden Pollen-Debuff und diese
Ecken sind irgendwie so eng und die Mobs haben so ein paar AOE-Fertigkeiten, die euch immer wieder in Probleme bringen und immer wieder in blöde Situationen. Wenn es euch schlecht geht, guckt, dass ihr euch so ein bisschen hier in Richtung dieser Kammer orientiert, da sie da nur einen kleinen Lufterfrischer hat, der euch diesen Debuff abnimmt. Ansonsten fightet ihr am besten oben von den Planken, um nicht unbedingt in diese AOE-Felder und in diesen Damage reinzukommen. Und es ist schön, wenn alle auf einem Haufen stehen, da hier oberste Priorität ist, sich gegenseitig zu resen, sich wiederzubeleben. Weil wenn jemand hier komplett gedownt ist, dann ist das Problem, dass man sehr, sehr langsam oder sehr, sehr lange an diesem Hoch rest, weil man nicht out of fight kommen kann, da man diesen Pollen-Debuff hat. Und dank diesem Pollen-Debuff und diesem Impf-Fight-Resen dauert halt das Wiederbeleben der Leute unheimlich lange. Deswegen guckt, dass ihr die Spieler im Downstate schnell aufhebt, beziehungsweise ein Stück des Events geskippt. Und wenn ihr das dann geschafft habt, das Event könnt ihr auch nicht überspringen oder so, weil hier vorne eine Tür vor ist, die euch nicht durchlässt, sofern ihr nicht das Event abgeschlossen habt. Und das ist so ein bisschen, ja, eine blöde oder unangenehme Stelle. Liegt jetzt noch einer von uns, der kurz vor dem Event hier durchgekommen ist, im Downstate. Hier ist auch so eine kleine Todesecke, ja. Es gibt zwar keine explodierenden Pflanzen, aber zwei Veteranen, die einen hier den Weg versperren. Und wenn man hier dann in einer kleinen Gruppe rumläuft, so ich sag mal 10, 12 Leute, dann kann das hier schon eine richtig gefährliche Stelle sein. Oder wenn die Leute anfangen, einfach durchzurushen, ja. Die Leute, die tot sind, liegen zu lassen und stattdessen einfach zu versuchen, hier schnell durchzukommen. Da hinten ist schließlich schon das Ende des Turms. Dann kann man hier durchaus draufgehen bei dieser Aktion. Apropos Ende des Turms. Wie gesagt, das haben wir fast erreicht. Hier gibt es nochmal durch einen größeren Raum hindurch und dann durch so ein kleines Labyrinth. Das Labyrinth ist im Prinzip recht simpel und enthält vor allem die dritte Kammer, die wir noch brauchen, um den Turm oder um diesen Turmexplorator abzuschließen. Das einzige Problem an diesem kleinen Labyrinth ist wirklich, dass es darin diese explodierenden Pflanzen gibt. Diese explodierenden Pflanzen sind besonders, wenn man in einer größeren Gruppe läuft, problematisch, da die Person vor euch diese Pflanze auslöst und wenn ihr dann danach durchlauft und im großen Zerg, der hier gerade mit uns läuft, nicht mal seht, dass da unten ein rotes Feld um euch herum ist, dann geht ihr bei der Aktion gerne mal drauf. Hier links geht es, wie ihr gerade gesehen habt, zur letzten Kammer. Da habt ihr den Erfolg Turmexplorator auch schon bekommen. Und wenn ihr jetzt noch den letzten Weg durchs Labyrinth geht, dann habt ihr auch diese Gesamtinstanz oder diesen gesamten Turm quasi abgeschlossen und könnt hochgehen zur Spitze oder zum Ende dieses Turms. Wir markieren hier noch einmal für ein paar Leute mit unserem Kommi diese Kammer. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gatenews.de für den kompletten Guide und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video.